Guten Morgen. Ich sag's euch, das war der Stuhl, das war ich nicht. Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Habt ihr gedacht, ich lasse euch hängen? Ich hab da schon so ein paar Tickets. Wir haben 12.15 Uhr hier, also Systemnachricht sagt das zumindest. Ich würde gerne auch den Systemchat ausstellen können. Danke, Epic, an dieser Stelle. Und wir haben 8.400 Tickets. Wo die herkommen, seht ihr morgen. Ja, jetzt habe ich da so ein bisschen, ja, freut dich auf morgen. Wir kommen natürlich aus Lamas. Und wenn ich jetzt auf meine Beute gehe, ihr seht, dass ich hier rechts keine neuen Lamas habe. Also keine 62 Lamas mehr, die ich hier an der Seite geparkt hatte. Die Stream-Zuschauer, die kennen es. Ich möchte ganz, ganz kurz ins Sammelalbum gehen und mir gucken, wenn ich eine Auswahl kriege bei den neuen Lamas, was ich mir denn eher holen würde. Das würde ich euch auch empfehlen, bevor ihr irgendwie, ja, was haben wollt, beziehungsweise einfach irgendwo draufklickt und nicht wisst, wie was ist. Guckt im Sammelalbum bitte nach, ob es sich denn lohnt für euch. Also ich sehe zum Beispiel hier, dass ich unbedingt einen legendären Hazard den 13. brauche. Ansonsten habe ich alle. Und zwar wirklich alle. Das ist schon mal gut. Legendäre Überlebende. Denkt dran, ihr könnt auch den Kürbiswerfer wiederkriegen durch diese Lamas. Also holt euch die Tickets, wenn ihr euch den Kürbiswerfer holen wollt. Nur als Spoilerwarnung. Er ist eine coole Waffe. Er ist aber von den Statistiken her ein gutes Stück schlechter als die normale Bazooka, die im Sammelalbum ist. Und hier haben wir neue Waffen. Drifter, Achsenaxt, Schwan, Zweitakter, Kurbelschuss. Und die Schwan ist auch übrigens die Waffe, die man in meinem Developer-Update, also Entwicklungsstatus-Update, in der Hand dieser Konstrukteurin Penny gesehen hat. Guck ich mal rein. Die hat aber eigentlich so ziemliche Standard-Stats, bis auf die Schussrate. Die ist verdammt hoch für ein Sturmgewehr. 9,0. Die hat mehr Schussrate als meine Spectre. Crit-Werte sind Standard. Das heißt, ich gucke jetzt mal hier ganz kurz rein. Hier werden die Crit-Werte auch Standard sein. Nein. 75% Crit-Schaden. 75%, okay, das ist ganz gut. Oh, die Shotgun. 10,50, 16er Magazingröße. Okay. Ey, jetzt schreiben die sogar hier in dem Chat, wer will traden? Mein Gott, sind die nervig. Ja, ich wünsche mir hier, warte mal, geht das in den Optionen vielleicht? Option. Global Chat aus. Wo kann man die Trader deaktivieren? Na egal. Ja, Lamas. Let's go. Du hast 8.400 von Süßigkeiten. Bist du sicher, dass du 10 Albtraum-Lamas für 5.000 kaufen möchtest? Ja. Ich bin mir sicher. Machen wir doch mal direkt einen Screenshot. Für die neuen Lamas. Ein HD-Bild, ja? Wieso ist eigentlich mein Spielsound weg? Also ich höre keinen Spielsound. Ich hoffe, ihr hört Spielsound. Da ging das gerade zu schnell, warte mal. Hä? Ich drücke 1000 Tasten, aber ich habe keinen Spielsound. Ich kann auch hier nicht auf Escape drücken, weil wenn man die Lamas öffnet, geht das nicht. Aber wir gucken mal hier gechillt durch die Items durch. Man kriegt jetzt auch endlich die blauen Überlebenden. Die habe ich im Geburtstagsevent nicht bekommen. Und die epischen, anscheinend haben wir hier eine Hexenrunde. Ah, oh, schade. Oh, die Schwan. Das freut mich direkt. Schon mal die erste Waffe für fürs neue Waffen-Review. Eieiei. Ich freue mich echt, diese Lamas hier zu öffnen. Es ist mal wieder was Neues. Für mich zumindest. Einige Spieler haben ja schon letztes Jahr Halloween gespielt. Ich noch nicht. Ich spiele ja erst seit April. Von daher. Hazard der 13. Ranger Beetlejuice. Gut. Also wenn ihr jetzt vor der Auswahl stehen würdet, Ranger. Habe ich schon vorgestellt, die Klasse ist eine Pistolenklasse. Sehr, sehr gut. Und Hazard 13. ist ein Kontrollierer. Ich habe auch einen Konstrukteur-Guide gemacht. Kontrollierer sind leider etwas schwächer geworden. Ich würde quasi allgemein hier die Auswahl vom Ranger treffen. Oh, da haben wir die legendäre Hexe. Das Coole ist, ziehe ich jetzt wirklich immer mindestens einen epischen Überlebenden aus jedem Lama hier? Das ist ja der Hammer, was du hier an Überlebenden rauskriegst. Das heißt, dieses Event, wer dieses Event grindet, hat es mega leicht, im Blitzlevel zu steigen. Wirklich mega leicht. Wow.
Was nehmen wir? Den komischen Brummkreisel mit Totenkopf? Oh, das ist ein Lenkrad oder Lenkradsäule. Oder eine Achse mit einer Bremsscheibe. Ich nehme das Lenkrad. Wir nehmen das Lenkrad. Okay. Ich kriege hier wirklich immer mindestens einen epischen Überlebenden. Das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Ich wusste das nicht. Ich dachte, man kriegt die Überlebenden durch die Quests, die man spielt. Da haben wir Hazard den 13. auch gezogen, den ich ja eben nicht in der Auswahl genommen habe. Oh ja. Mhm. Mich stört nur so ein bisschen, dass mein Spielsound aus ist. Ich hoffe wirklich, ihr hört ihn. Sonst hört ihr halt die Musik was lauter als sonst. Ist ja halb so wild. Außerdem wiederholt sich hier alles nur vom Spielsound her. Man hört, wie ich vorspule, man hört, wie irgendein Lama einen Spruch raushaut und dann hört man, wie ich das Lama kaputt mache. Wow, ein legendäres Lenkrad. Kann ich jetzt mein Hoverboard besser lenken? Also ich glaube, wer alle Waffen der Red Rod Waffenreihe hat, ja, diese Red Rod Waffenset, Deutsch kann ich. Wer die alle zusammen hat, der kann sich bestimmt auch ein Auto bauen. Uns fehlt noch ein Auspuffraketenwerfer Epic Games übrigens. So einer, der Gas schießt oder so, so Abgase. Ich hoffe, ihr habt zugehört. Ich glaube, dann haben wir alles zusammen für ein Auto. Wobei, Reifen und Felge fehlt auch noch. Und eine Tür. Eine Tür als Nahkampfwaffe, bitte, so ein Schild. Ja, danke. Gerne, gerne Epic Games, habe ich euch gerne gegeben, den Vorschlag. Ihr merkt, ich habe Spaß, wenn die Facecam an ist. So ist es auch in den Streams. Kommt vorbei. ich kann natürlich verstehen, dass nicht jeder immer in den Stream reingucken kann. Vor allem nicht, wenn ich dann so einen Mittwoch-Stream mache, an dem ich über 4 Stunden streame. Die Schwan schon wieder. Und wieder epischer Überlebender. Das heißt, das war's wieder. Sind wir bald mal durch mit dem ersten Set Lamas? Hallo? Hallo? Ich spule es mir hier speedy-mäßig vor. Zweitakter. Shotgun, ne? Bin ich ja nicht so ein Fan von. Aber sie hat Leitschaden. Aber sie hätte sehr viele Perks, die ich ändern müsste. Auf jeden Fall. Schwan hat Schaden, Wasser, Rückschussvermeidung. Ich kann das letzte Perk nicht sehen. Achtung, lautes Mausrad. Das ist krass. Das ist krass. Die Drifter hat ein absolut besonderes Perk. Wenn du einen Gegner mit dieser Waffe triffst, steigt deine kritische Trefferwertung 5 Sekunden lang um 6. Kann bis zu 5-mal gestapelt werden. Das heißt, ihr könnt euch damit quasi 30 kritische Trefferwertung reinballern. Wenn du nur einen Gegner triffst. Okay. Das klingt cool. Wo ist die Schwan? Gehen wir mal hier runter. Schwan? Da. Jeder abgefeuerte Schuss erhöht die Schussrate eine Sekunde lang um 2,6%, kann bis zu 15 Mal gestapelt werden. Ich habe gerade eben schon gesagt, dass die Schussrate bereits sehr hoch ist. What the hell? Wie sollen wir das denn bitte handhaben? Welcher Charakter soll diese Waffe denn standhalten? Das klingt sehr interessant. Ich freue mich auf ein Review und ich hoffe ihr auch. 6 anfordern. Ja, Mann. Weiter geht's mit den Tickets. 6 Lamas können wir noch öffnen. Da baller ich aber jetzt mal durch. Ich hoffe, das Video geht nicht allzu lang. Ich habe nämlich gerade eben schon eins aufgenommen. Das kommt morgen. Und das ging mir echt eindeutig zu lang. Es hat sich angefühlt wie fast eine Stunde. Nein, es war nicht SSV10 Solo. Ich finde es mega cool, dass man hier einfach so viele Überlebende nachgeschmissen kriegt, ne? Das Leveln ist so unglaublich einfach geworden dadurch. Nicht nur dadurch. Auch dadurch, dass man jetzt 4-fach Überlebenden EP kriegen kann in diesen Gruppenmissionen. Konnte ich ja zu meiner Zeit nicht, bis ich in Twine hochgelevelt hatte. Dann noch, dass es jetzt alles nur noch Nebenquests sind. Die Questreihen, die damals die Hauptquest waren. Also muss man jetzt nicht mehr über 60 Missionen pro Sturmschildverteidigung spielen. So wie damals. Sondern man kann jetzt ca. 20 Missionen spielen und ist dann in Twine Peaks. Geht ja mittlerweile super easy. Und dann, ja, wer sich durchrusht, der kann auf jeden Fall hier absolut überlebende Squads kriegen.
und sich auf jeden Fall freuen, dass er die so easy leveln kann jetzt mit der vierfach überlebenden EP. Und vor allem, wenn du die ganzen Überlebenden zurückschickst, die du nicht brauchst, die du hier kriegst, ne, dann kriegst du ja auch nochmal ganz viel EP. Also das Leveln ist super, super, super einfach geworden. Freuen wir uns drauf. Da, legendäre Lobber mit Fallenschaden-Perk, nice. Bist du der Letzte? Ich hoffe. Ich schau gerade hier noch nebenbei in den Discord. Unterhalten sich auch gerade so. Hat jemand einen Lama bekommen? Oha, seit der 13. Habe ich gewollt in Legendär. Habe ich bekommen in Legendär. Danke. Oh, und das im letzten Lama. Oh, das ist aber ein schöner Abschluss. Das ist ein schöner Abschluss. Cool. Ich habe jetzt sowas von viele Items, die ich... Wow. Ich habe locker über 500 Items jetzt, die ich recyceln muss. Auch wegen dem anderen Video. Da habe ich, glaube ich, knapp 400 Items rausgezogen. Ich würde sagen... Das war's. Also die neuen Waffen haben sehr interessante sechste Perks. Schaut da genauer drauf. Waffenguides werden auf jeden Fall kommen. Bleibt aber geduldig. Qualität statt Quantität. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Video.